Hallöchen! Wie ihr es hier schon lesen könnt im Titel, ich zeige euch heute meine 12 Books in 12 Months, heißt es, glaube ich. Ich hoffe, es heißt so. Also meine 12 Bücher, die ich 2021 lesen möchte. Ich habe mir natürlich keine 20 oder 21 Bücher rausgesucht, sondern nur 12 pro Monat 1. Und ich hoffe wahnsinnig sehr, dass ich das auch schaffe. Mir fällt gerade auf, ich habe das nicht so richtig durchdacht. Es ist zum Beispiel kein Weihnachtsbuch dabei. Aber gut, wir werden sehen, wie das Ganze läuft. Es sind Bücher dabei, die sind schon ein bisschen länger bei mir oder welche, die auch wirklich noch gar nicht so lange bei mir sind. Eins bzw. zwei sind erst ganz, ganz frisch. Eins Weihnachten, eins an meinem Geburtstag eingezogen. Also, ja, ich freue mich riesig darauf. Ich hoffe ihr auch. Ich zeige euch jetzt einfach mal die Bücher. Wir starten mit Evita Greco, Das Geräusch der Dinge, die beginnen. Dieses Buch habe ich bereits schon mal angefangen, anscheinend ohne das Lesebändchen zu verwenden. Und ich habe den Anfang geliebt. Es ist ein Buch aus dem Thiele Verlag. Ich liebe den Thiele Verlag unfassbar, weil sie so wahnsinnig schöne Cover gestalten, so tolle Geschichten haben und einen immer so richtig mitnehmen und träumen lassen. Es gibt einige Geräusche, die Ava selbst mag. Der Klang eines Orchesters vor Konzertbeginn zum Beispiel, wenn alle Musiker ihre Instrumente stimmen. Das Rascheln von Blättern, das Klirren von Kaffeetassen, die an einem Wintermorgen in der Bar serviert werden. Ada mag das Geräusch der Dinge, die beginnen. Und ich weiß nicht, wie es euch jetzt geht, aber ich habe jedes dieser Geräusche sofort im Ohr gehabt und mir gedacht, ja, es hat jedes dieser Geräusche etwas. Vielleicht ist es für mich nicht immer nur das Geräusch, sondern auch noch mehr daran, aber das Geräusch kann schon ganz viel aussagen. Und ich bin sehr gespannt, wie viel uns Evita Greco hier zeigt und mitnimmt, die ich übrigens seit einer ganzen Weile auf Instagram irgendwie verfolge und sie mich ein bisschen merkwürdig. Ich habe einmal ihr Buch, glaube ich, hochgehalten und sie verlinkt. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und jetzt möchte ich es auch wirklich endlich mal lesen. Dann geht es weiter mit einem Rachel Choice Buch. Und ich muss zu meiner Schande gestehen, dass ich immer noch kein einziges ihrer Bücher gelesen habe. Das soll sich in diesem Jahr ändern. Mr. Franks fabelhaftes Talent für Harmonie. Hier geht es auch ebenfalls um Geräusche, beziehungsweise in dem Fall Musik. Mr. Frank hat eine besondere Gabe. Er spürt, welche Musik die Menschen brauchen, um glücklich zu werden. In Franks kleinem Plattenladen in einer vergessenen Ecke der Stadt treffen sich Nachbarn, Kunden und die anderen Ladenbesitzer der Straße. Doch die Gemeinschaft ist bedroht. Ein Laden nach dem anderen muss schließen. Da taucht eines Tages die junge Frau in Grün vor Franks Schaufenster auf. Sie ist blass und schön, zerbrechlich und stark zugleich. Doch so sehr er sich auch bemüht, Frank kann einfach nicht hören, welche Musik in ihr klingt. Sehr spannend, sehr schön. Auch hier wieder so ein Touch von Magie, Faszination für Musik, für Geräusche. Ich freue mich sehr auf dieses Buch. Ebenfalls freue ich mich wahnsinnig, wie auf jedes anderen Bücher natürlich auch. Clara Maria Bagus, Die Farbe von Glück, ein Roman über das Ankommen. Ich bin sehr gespannt. Dieses Buch habe ich bereits gesehen und mir ist es aufgefallen, aufgrund des Titels, des Covers und natürlich der Autorin, denn ich habe bereits ein Buch von Clara Bagus gelesen und sie, ich glaube, es ist ein Pseudonym, Clara Bagus, Maria Bagus, bin mir nicht mehr ganz sicher. Hinten drin sieht es nicht so aus, weil ein Bild drin ist und so weiter, vielleicht ein offenes Pseudonym. Auf jeden Fall ist sie mir aufgefallen, weil dieses Buch hat mich damals sehr fasziniert. Es ging um den Mann, der Frühling suchte. Oder so ähnlich, eine sehr in Richtung Fabel, Magie, Märchen gehende Geschichte, die sehr, ja, wie eine Fabel oder eine Parabel ist und viel vermitteln kann. Über eine simpel erzählte Geschichte, in der wirklich ein Mann losgeht und den Frühling sucht. Hier geht es um die Farbe von Glück. Können wir im falschen Leben das Richtige finden? Wie öffnet man sich einem Neuen? Wie lässt man los? In diesem Roman findet jeder seine Farbe von Glück. Und ich finde es wahnsinnig toll. Hier drin steht, eine falsche Entscheidung, die das Leben dreier Familien für immer verändert. Ein Richter zwingt die Krankenschwester Charlotte, sein sterbenskrankes Neugeborenes gegen ein gesundes zu tauschen. Folgt sie seiner Drohung nicht, entzieht er ihr den Pflegesohn. Die Welt aller Beteiligten gerät aus den Fugen, doch hinter allem wirkt der geheimnisvolle Plan des Lebens. Wow. Ja, ich habe den Klappentext innen jetzt zum ersten Mal gelesen, dementsprechend war ich so überrascht und fast schon schockiert. Ich habe da keine Worte für. Ich hoffe, ich finde mehr Worte, wenn ich es gelesen habe und es euch wärmstens empfehlen kann. Ich glaube, das muss gut werden. Das ist, ich glaube, alle Bücher, die ich hier genommen habe, es sind Bücher, bei denen ich glaube, dass sie extrem gut sind, damit ich mich besonders darauf freue und sie auch lese. So, das hier ist quasi das jüngste Buch, auch erst 2020.
2020 erschienen, Ewald Ahrens Alte Sorten im Dumont Verlag. Ich kenne Ewald Ahrens bereits persönlich, was mich sehr froh und stolz macht. Ihr könnt das Ganze auch in einem meiner Vlogs entdecken. Da habe ich Ewald Ahrens tatsächlich kennengelernt. Das war eine Stadtparklesung in Fürth und Ewald Ahrens wohnt dort in der Gegend. Dementsprechend ja, ist er da ein Stück weit bekannt oder bekannter als im Resten des Landes. Wobei er mit diesem Buch auch viel Aufsehen erregt hat, denn es ist schon durch viele Hände gewandert und hier auch oft vorgestellt worden mit begeisterten Meinungen dazu. Und ich freue mich sehr darauf. In einem Weinberg begegnen sich Sally und Liz. Sally, jung und wütend, ist auf der Flucht vor allem und jedem. Liz, ebenfalls eine Einzelgängerin, bewirtschaftet allein einen Hof. Von Anfang an spüren sie eine seltsame Verbundenheit. Bei der gemeinsamen Arbeit auf den herbstlichen Feldern, im Birnengarten und beim Versorgen der Bienen beginnen sie zaghaft über das zu sprechen, was sie von anderen Menschen trennt. Als Sally ungewollt eine existenzielle Krise auslöst, entdeckt sie die stille Kraft der Freundschaft. Wann entsteht wirklich Nähe? Alte Sorten ist ein Roman, der entschleunigt und den Blick auf das Wesentliche lenkt. Ich kann euch nur Ewald Ahrens grundsätzlich ans Herz legen. Ich habe ja auch noch ein Buch stehen, das ich nochmal lesen wollte. Der Duft von Schokolade. Und mit Alte Sorten tauche ich hoffentlich in eine wundervolle Geschichte ab, denn viele schwärmen davon und ich freue mich sehr darauf. Auch dies ist kein neues Buch, denn viele haben es schon in die Kamera gehalten. Einige haben es schon sehr, sehr gut bewertet. Von John Ironmonger, Der Wal und das Ende der Welt. Viele schwärmen davon, ich möchte auch davon schwärmen, deswegen ist es jetzt auf meiner Liste gelandet. Es dreht sich um einen kleinen Ort in Cornwall und ein idyllisches Fischerort, Fischerdorf, wie es hier hinten drauf steht, an der englischen Küste. Und dort gehen die Uhren langsamer. Und dort bedeutet dann das Auftauchen eines Wales das Ende unserer Zivilisation. Ich glaube, die tollen Stimmen sind berechtigt und deswegen freue ich mich sehr auf dieses Buch. Auch wenn es eine gewisse Dicke mitbringt, ich werde hoffentlich sehr schön in dieser Geschichte versinken und mich darüber freuen, sie endlich kennenzulernen. So, Nummer 6 in meiner Liste hier ist Miracle Creek von Angie Kipp. Dieses Buch wurde mir so sehr ans Herz gelegt von, ich glaube von beiden, Anja und Maike von Book Friends Forever. Ich komme einfach nicht drum rum. Ich habe es mir dann direkt gekauft, wollte es direkt lesen, wie immer das so läuft eben. Ich glaube, ihr kennt das, wenn ihr mehrere Bücher zu Hause stehen habt als drei, dann kennt ihr das Problem. Ihr kauft ein Buch und denkt, ja, ich will sofort lesen. Dann kommt ein anderes dazwischen. Ich hoffe, die Zeit für dieses Buch ist sehr bald gekommen und ich werde es entdecken. Denn in dieser Kleinstadt passiert so einiges. Da geht eine Scheune in Flammen auf und meines Wissens sterben mehrere Menschen. Und dann geht es in der Folge darum, wer hat Schuld, wer hat da Verantwortung, wer will, kann die auf sich laden, wie auch immer. Und ich bin sehr, sehr gespannt. Es soll eine richtig tolle Geschichte sein. Ein fesselnder Roman steht hier über die Wahrheiten, die jeder von uns verbirgt und ob es nur die eine Wahrheit gibt oder eigentlich für jeden so eine eigene. Ich freue mich riesig auf dieses Buch. Es verspricht, spannend zu werden und mich mitzunehmen und mitzureisen. Und darauf freue ich mich. Zwischenrein mal ein relativ dünnes Buch, aber ich hoffe, denke, relativ gehaltvoll auch. Von Ken Mogi, Ikigai, die japanische Lebenskunst. Warum bin ich auf dieses Buch jetzt wieder gestoßen? Das Buch steht auch schon ein bisschen länger bei mir. Ikigai, steht hier drauf, ist der Schlüssel für ein langes, gesundes und erfülltes Leben. Ich bin extrem gespannt, wie sich das genau aufbaut, denn ich habe ein Video gesehen vor kurzem, vor wenigen Tagen, in dem wurde das quasi erklärt, so ein Stück weit, anhand von den optimalen Beruf finden, also dass man das arbeitet, wofür man brennt, was man liebt, was man gerne macht, damit man eben gar nicht das Gefühl hat, dass man arbeitet. Ein Stück weit glaube ich, ich habe in meinem Beruf schon mein Ikigai gefunden, denn ich brenne absolut für meinen Beruf und ich liebe es und ich habe nicht den Eindruck, dass es für mich jemals was Schlimmes ist. Das sind immer eher die äußeren Umstände, wenn irgendwas nicht passt, aber ansonsten liebe ich meinen Beruf. Deswegen habe ich es vielleicht teilweise schon, mein Ikigai, aber vielleicht finde ich noch mehr Ikigai und kann euch ein bisschen was darüber erzählen. Und ihr könnt es auch suchen und finden. Das sind nicht mal 150 Seiten und ich freue mich sehr darauf, ja, ein Stück weit was Neues zu lernen, ein Stück weit herauszufinden, warum leben denn zum Beispiel Japaner so lang und warum haben die so eine entspannte Einstellung zu vielen Dingen, das, wofür es sich zu leben lohnt. Denn ich glaube, das suchen wir alle ein bisschen, oder? Egal, wie wir es jetzt nennen wollen und ob wir Japaner sind, das Ikigai nennen, aber ich sehe gerade, dass da oben kommt mir bekannt vor. Denn in dem Video war auch eben dieses Symbol herangemalt und wahrscheinlich hat es was damit zu tun. Bestimmt. Es taucht immer wieder auf dieses Symbol, also es wird wohl schon eine allumfassende Bedeutung haben. Dann darf nicht fehlen. Ein Jahr lang darf dieser Autor auf jeden Fall nicht fehlen.
Und zwar Matt Haig, The Midnight Library. Ich habe es mir direkt gekauft, als es rauskam und erschienen ist auf Englisch. Ich bin extrem gespannt, ob es mich überzeugen kann auf Englisch. Ich liebe alle seine Bücher bisher und auch diese soll sehr fantastisch sein. Es dreht sich darum, einen Blick darauf zu werfen, was wäre, wenn du was ändern könntest in deinem Leben? Könntest du ein anderes Leben leben? Allein die Zitate, die ich bisher mitbekommen habe von anderen und von ihm selbst. Ich bin jetzt schon quasi hin und weg von diesem Buch, obwohl ich es noch nicht mal gelesen habe. Und ich freue mich so sehr auf ein neues Buch mit Matt Haig. Meines Wissens erscheint es im Februar auf Deutsch. Die Mitternachtsbibliothek. Dementsprechend ist es auch bald für alle anderen gut zu lesen, die eben nicht Englisch lesen wollen. Aber ich mag seinen Schreibstil unfassbar gerne im Original und seinen Wortwitz. Deswegen, ja, gab es für mich keinen Weg daran vorbei, als Matt Haig in Original direkt zur Erscheinung. So, dieses Buch ist eventuell auch gar nicht so unbekannt. Veit Lindau, Seelengeflügelt, Manifest für das Leben. Ich lese mal eben vor, was hinten drauf steht. So gut kann ich das niemals in Worte fassen. Ein Leuchtfeuer des wachen Geistes. Dieses Buch ist eine hemmungslose Liebeserklärung an das Leben und ein Weckruf für den Rebellen, der in jedem Menschen schlummert. Für diese aktualisierte Ausgabe hat Veit 5 brandneue Kapitel verfasst. Er fordert uns auf, unser Leben zu feiern, unsere Grenzen zu sprengen, uns verletzlich zu zeigen und gerade darin Stärke zu finden. Veit berührt. Lass dich berühren. Es lohnt sich. Ich bin sehr gespannt, was es mit mir macht. Ich habe ein bisschen Angst davor, ob es nicht viel mit mir anstellen könnte, aber ich habe es auch bereits schon mal ein paar Seiten, gut fast 40 Seiten begonnen und ja, werde es mir nochmal zur Hand nehmen und ganz abtauchen. Falls ihr das kennt oder auch ein anderes Buch, gerne schon mal in den Kommentaren schreiben, wie ihr es fandet. Bitte nicht spoilern, niemals. Aber gerne schon mal schreiben, ob ihr es gut fandet oder nicht, ob es euch weitergeholfen hat, ob es euch vielleicht völlig verändert hat oder gar nicht so toll war. Dann ebenfalls eine Empfehlung von Delia Owens, Der Gesang der Flusskrebse. Ich kann nicht mehr ganz genau sagen, von wem ich das alles empfohlen bekommen habe. Ich glaube von einer Patientin oder mehreren Patienten, und auch von Anja und Maike, glaube ich. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher, bevor ich alles ihnen zuschiebe, aber es kann gut sein, denn die beiden suchte ich tatsächlich am meisten. Heißt, ja, ich habe mich davon überzeugen lassen. Ein schmerzlich schönes Debüt, das eine Kriminalgeschichte mit der Erzählung eines Erwachsenwerdens verbindet und die Natur feiert. Chase Andrews stirbt und die Bewohner der ruhigen Küstenstadt Barclay Cove sind sich einig. Schuld ist das Marsh-Mädchen. Kia Clark lebt isoliert im Marschland mit seinen Salzwiesen und Sandbänken. Sie kennt jeden Stein und Seevogel, jede Muschel und Pflanze. Als zwei junge Männer auf die wilde Schöne aufmerksam werden, öffnet Kia sich einem neuen Leben mit dramatischen Folgen. Und ich bin sehr gespannt. Es klingt wie ein Buch, das mal wieder so eine ganz andere Geschichte erzählt und das freut mich besonders an meinem Stapel. Ich habe den Eindruck, es ist nicht eine Geschichte der anderen so ähnlich oder gleich, dass ich mich langweilen könnte. Dementsprechend hoffe ich, dass ich auch zu den Büchern greife. Und ja, eben auch den Gesang der Flusskrebse entdecke, soll er eine ganz besondere Geschichte sein. Eine ganz, ich glaube, auch ganz neue Geschichte. Eben nicht das, was man schon dreimal gelesen hat oder fünfmal noch im Regal stehen hat. So, dann brauche ich noch ein bisschen Weisheit, denn ja, so mit den 30, da kommt dann auch ein bisschen die Idee, Weisheit schadet nicht. Und zwar von Sadhguru, die Weisheit eines Yogi. Ich finde die Idee wahnsinnig toll, denn Yoga verbindet oft Meditation miteinander, so wie ich das auch sehr gerne tue. Sadhguru hat so eine tolle Art. Ich mag ihn einfach sehr gerne. Das, was man so von ihm mitkriegt, auf Deutsch übersetzt oder wie auch immer. Seine englischen Sachen finde ich auch total gut. Also Videos gibt es da von ihm und diese Gelassenheit, dieser Mensch einfach ausstrahlt. Da glaubt man doch fast nicht, dass es die überhaupt gibt. Und er bringt die mit. Ich freue mich jedes Mal darüber, wenn ich etwas von ihm sehe und dann eben auch ja, dieses Buch zu entdecken, in dem zahlreiche Übungen wohl drin sind, meditative und ganz alltagsbezogene, um sein Leben ein Stück weit positiv zu verändern, Persönlichkeitsentwicklung noch zu betreiben, sich ein Stück weit dorthin zu entwickeln, wo man hin möchte, also zu seinem besten eigenen Selbst. Und da freue ich mich sehr drauf. Mit diesem netten, lächelnden Mann. So, und zum Schluss ein Buch, auf dem ihr wieder mal gar nicht so viel erkennt. Pinkfarbener Buchschnitt, pinkfarbener Fingerabdruck. Vielleicht weiß der eine oder andere schon längst, was für ein Buch das ist. Es ist von John Mars, The One, Finde dein perfektes Match. Ich freue mich sehr darauf, dass ich das 2021 entdecken darf. Ich wollte es schon ganz dringend 2020 lesen. Viele waren sehr begeistert von diesem Buch und auch vom Nachfolgeband des Autors. Deswegen
werde ich mir das wohl dann doch dieses Jahr endlich mal zur Brust nehmen und dann schauen, ob es mir so gut gefällt, dass ich auch den Nachfolger lesen möchte. Jedenfalls war mein Freund vom Nachfolger sehr begeistert. So viel kann ich verraten, deswegen ist dieser Klopper dann doch auch wirklich dran. Worum dreht sich's? Es dreht sich darum, dass dank einer DNA quasi analysiert wird, ob der eine zum anderen passt, beziehungsweise wer zu einem passt. Und da kommen wohl auch die ein oder anderen, ja, Sachen ans Licht. Das heißt, anscheinend glückliche Paare sind dann wohl gar nicht füreinander bestimmt. Und der ein oder andere findet auch heraus, vielleicht stehe ich gar nicht auf Männer, sondern auf Frauen. Und wusste das noch gar nicht. Deswegen, es soll wohl sehr, sehr spannend, sehr toll sein, eine geniale Story und das Online-Dating so ein bisschen auf den Kopf stellen und ja, neue Grenzen, neue Möglichkeiten aufzeigen, auf die ich sehr gespannt bin. So, und passend zum Ende des Videos blinkt mein Akku und dementsprechend werde ich jetzt wohl auch zum Ende kommen. Das sind meine 12 Bücher, die ich in den kommenden 12 Monaten lesen möchte, verschlingen möchte und euch natürlich immer wieder daran teilhaben lassen möchte. Das ist so der eine Punkt zum Subabbau oder zur Idee dahinter, warum ich das Ganze ein bisschen strukturieren möchte, aber nicht mit strengen Leselisten pro Monat, denn das hat bisher für mich noch nicht funktioniert. So, schreibt mir sehr gerne, ob ihr ebenfalls mitmacht, euch 12 Bücher rausgesucht habt für das Jahr 2021 und welche es sind. Denn ich würde mich sehr freuen, wenn da der eine oder andere dabei ist, der das mit uns teilt. Und natürlich freue ich mich auch jedes Mal, wenn sich jemand meldet und sagt, Mensch, das Buch habe ich auch noch, ich würde es gerne mit dir zusammenlesen. Ich bin immer offen und bereit für eine Leserunde, also meldet euch gerne. Dann lässt sich was Schönes organisieren. Und dann wünsche ich euch jetzt erstmal noch eine schöne Zeit. Und lest schöne Bücher. Tschüss!